Animation brauchen wir nicht ändern. So, und jetzt rennen wir einfach mal zurück. Und da dürfte dann eine neue Sequenz dann kommen. Oder was heißt dürfte? Muss. Mit einem relativ gut gemachten Video, wenn ich es in Erinnerung habe. So wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, das wird euch gefallen. Während des Videos werde ich auch nicht reden, weil mir persönlich gefällt das Video auch und ich will es in Ruhe genießen. Aber erstmal hinkommen. Tja, teilweise ist es ein bisschen langweilig mit den langen Wegen, aber es geht. Jo, Sequenz. So lang ging die Ark. Er ging in die Richtung. Der Befehl war, dass niemand das Dorf verlassen darf. Stopp. Du kannst nicht hinkommen, Dummkopf. Was für Beleidigung. Unfassbar. Töten, verbrennen, sterbt ihr schwachen Würmer. Bitte, bitte, lass mich am Leben. Dass ich mich lache, euer kümmerliches Leben ist es nicht wert, geschont zu werden. So, grausam. Jo, richtige Argumentation, damit du am Leben bleibst. Beleidige denjenigen, der dich töten will. Sowas finde ich intelligent. Bitte, stopp. Alles, was ihr gewürmen könnt, ist es, um euer Leben zu betteln. Wollt ihr unbedingt weiterleben? Ja, ich mache alles. Nur töte mich nicht. Ach, wirklich? In diesem Fall, mach mal wie ein Schwein. Was? Ich sagte, verhalte dich wie ein Schwein. Ja. Keine Chance, das mache ich nicht nach. Hoho. Hehehe. Sehr gut. So, das bedeutet... Stirb, Schwein! Und das ist Kiba. Sind wir schon fertig, Prinz Luca? Wir haben genug angerichtet, nicht wahr? Nicht wahr? Fertig? Mein Schwert dürstet immer noch nach Blut. Du, verbrenne diesen Ort. Brenne alles nieder. Tja. Die nächste Stadt, die auf dem Gewissen hat. Wenn ich mich recht entsinne, macht er aber keine Städte mehr so krass kaputt wie die hier. Ich persönlich frage mich wieso, wenn ich drüber nachdenke, ist das irgendwie merkwürdig oder nicht? So, das ist also Luca Pleit. Er ist unmenschlich. Ich werde das niemals vergessen. Warte mal einen Augenblick. Luca Pleit besitzt Kräfte, die nicht von dieser Welt stammen. Du und ich, wir haben keine Chance, gegen ihn zu kämpfen. Aber es gibt noch eine andere Gelegenheit. Wir können hier nicht einfach herumsitzen und zusehen. Gehen wir, Rio. Er darf nicht noch mehr Opfer erzeugen wie Pelika. Das wird nicht geschehen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für so ein Gequatsche. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Und jetzt hat uns dieser Level 11er einfach so umgenietet. Es tut mir leid, aber ich kann euch beiden hier nicht sterben lassen. Die Heilende Armee ist bereits fort. Ein Level 11er hat einen 77er und ein paar 30 bis 40er umgenietet. Es ist irgendwie makaber. Beeilen wir uns. Als nächstes werden sie das Fort von Victor angreifen. Wenn es fällt, wird das ganze Gebiet von Highland besetzt. Gehen wir. Wir müssen kämpfen. So, und hier mache ich jetzt wieder einen Schnitt und wir sehen uns demnächst. Bis dann.